Segway-Fuhren ass an de lachte Joren ëmmer méi beléift ginn. De Loawer gëtt doch ëmmer méi Konkurrenz fir dat elektronescht Fortbeweungsmëttel. Ninebot an e Solo-Wheel, so nennen sech die neiste Modeller. Wärdet du mat opzeschuert, ob des eventuell besser sinn, de Philipp Dundlinger, den huet bereits getest. Mit 13 Jahren ist es hier, wie man die allererste Kehr des Segway zu Gesicht hatten. Was uns am Anfang nach komisch und unerklärlich vorkommt, gehört heute sozusagen zum Alltag. Mittlerweile haben zwei Modelle den europäischen Markt erobert: der Segway Ursprung Amerika und der Ninebot aus China. Wie war das dann noch besser und war das ein Solo-Wheel? Wir haben den Test gemacht. Der Guy will sich schon lange kaufen. Der Segway ist mit einem Preis von 8000 Euro aber zu teuer. Den Ninebot mit 2.900 Euro ist am Preis nach okay. Ich habe ein paar Menschen um Segway gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht viel darauf gefahren, aber ein grosser Unterschied nicht zwischen einem Segway und einem Ninebot. Das ist mehr handlich, vielleicht mehr lang sich ähnlich. Das ist aber vom Prinzip her genau dasselbe. Ich habe genauso viel Spaß wie ein Segway. Und das könnte dadurch, dass der Ninebot nur 22 Kilo weit, vergleich mit dem Segway, die ganze 30 Kilo mehr hat. An anderen Wieder kann in den Ninebot erst einmal von einem Auto lehnen, für Matt zu holen, wie der Segway. Effektiv, denn der Segway ist ein gutes Stück schwerer wie der Ninebot. Der Ninebot hat erstens von den Dimensionen, wie klein der Tisch passt, auch an einem kleinen Auto haben, 300 Mal. Respektiv, ich kann mir auch vorstellen, dass ich in einem neuen Gewandzug sitze und man dann Start kommen und von der Gare eben auf seinen Arbeitsplatz gibt, man davor, respektive auch mal einen Bus. Weil die Menge an der Milch geht mit einem Ninebot wie mit einem Segway. Auch bei unseren weiteren Testern, ob Geschwindigkeit, Terrain fahren oder abrupt aufbremsen, größere Unterschiede dürfen nicht kennen. Fazit: Wenn ein Alternativ zum Segway will, der 5000 Euro spuren will, könnte man mit Ninebot voll auf seinen Kasten. Beides macht immens viel Spaß, beides ist immens mobil. Ich komme überall hin, an der Stadt. Ich bin genauso schnell mit dem AW. Also, Spaßfaktor gibt es so identisch. Noch mehr kleiner, noch mehr mobil als den Solo-Wheel. Auch hier die nämlichste Prinzip wie der Segway mit einem Gyroskop, außer dass er hier kein Upack hat und seitlich auch noch ein Wäsch tippen kann. Le petit inconvénient du Solo-Wheel par rapport aux autres systèmes, c'est qu'il y a une petite période d'apprentissage qui dure généralement une heure pour apprendre en fait l'équilibre latéral qui n'est pas géré. Sur les autres appareils, il y a deux roues, donc on n'a pas ce souci-là. Mais passer cet apprentissage-là, c'est un peu comme le vélo, c'est acquis pour la vie. Wenn ihr das da bis kann, steht dem Spaß nicht mehr am Weg. Den Solo-Wheel ist noch mehr leicht wie der Segway oder der Ninebot. Ganzer 11 Kilo bringt den Opfer. Und nicht Vierdeler und Nodeler. Für ein Matze holen kein Problem. Als ihn aber durch andere abgehalten, kann ihn auch nicht mehr bis auf einen gewissen Punkt sein Vitesse reduzieren. Dann fällt ihn um. 18 Kilometer an der Stunde bringt ihn auf den Tacho. Der Tegen ist 2 Kilometer Mannerseher wie sein Kollegen auf zwei Räder. Allem an allem soll ihn am besten die drei Gefährer testen, ihr ihn an eine Fortbewegungsmittel mit erneuerbarer Energie investiert.